Jojojo, was geht ab, meine lieben Freunde? Habe ich es euch nicht gesagt? Ich habe das Gesicht von Majestic Astro geleakt, meine lieben Freunde. Juhu! Es waren wirklich hin und wieder einige lustige Kommentare dabei, wo ich wirklich dachte, oh Mann, was ist da nur mit dieser Menschheit los? Alle schützen irgendwie irgendwelche Menschen im Internet, irgendwelche Rapper, irgendwelche YouTuber. Digga, was ist denn los mit euch? Das sind auch nur Menschen. Was ist denn los mit euch? Ja, ich habe euch nur das Gesicht von diesem Typen gezeigt. Ihr tut so, als hätte ich einen ganzen Stammbaum von ihnen beleidigt oder sonst was. Es ist schon klar, dass er sein Gesicht nicht zeigen wollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Jedoch habe ich trotzdem das Bild hochgeladen oder besser gesagt das Video von dem Gesichtsleak. Ich war der Erste, der es herausgefunden hatte. Ich habe geile Quellen, Diggi. Eins muss ich wirklich dem Keller wirklich gestehen, das ist eine sehr, sehr geile Strategie gewesen. Erstmal den Majestic Astro im Hintergrund zu lassen und seine Stimme so interessant wie möglich für ihn zu machen, also für die Zuschauer. Echt wirklich brillant, ehrlich. Du bist wirklich ein sehr talentierter Rapper, ehrlich, das muss ich wirklich gestehen. Sehr, sehr, sehr geile, nice Double Times hast du drauf, kannst gut und schnell rappen. Nun zu der Frage, warum Majestic Astro überhaupt sein Gesicht nicht gezeigt hat. Also ich glaube, da muss wirklich eine große Strategie dahinter stehen. Überlegt mal, Freunde, es gibt mittlerweile so viele Rapper, so viele Instagram-Rapper vor allen Dingen, die von heute auf morgen berühmt werden können. Es gibt aber auch viele, die es versuchen und es nicht schaffen, meine lieben Freunde. Ja? Also ich denke mal, bei Majestic Astro war das so, dass er sich dachte, okay, irgendwie muss ich auch was anderes machen, damit ich es schaffe, den Sprung direkt zum Rapper zu schaffen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt, was für Tracks. Ich glaube, es wird auf jeden Fall richtig krass werden. Auf jeden Fall ist Majestic Astro wirklich ein sehr intelligenter Rapper, sage ich mal. Also lyrisch und technisch werden seine Rap-Skills auf jeden Fall punkten und werden wirklich sehr krass sein. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, wenn er es nicht auf diese Art und Weise probiert hätte mit diesem Niemand darf mein Gesicht sehen, alle sollen nur meine Stimme hören und dann wirklich das Ganze so krass zu promoten und so eine krasse Promo zu machen, um am Ende mit diesem Track, der gestern released wurde, Hayatim wirklich einen richtig krassen, ein Hype zu erstellen. Ja, das ist wirklich unnormal, was da für ein Hype entstanden ist. Auf jeden Fall sehr, sehr schlau gewesen. Auf jeden Fall hat er sich den Respekt und den Hype verdient. Es ist wirklich ein sehr talentierter Rapper, wie ich das so höre. Also, liebe Keller GmbH Mitglieder, wirklich alles Peace, alles gut. Ja, Grüße gehen raus an den Keller, Grüße gehen raus an Mois, Grüße gehen raus an Majestic Astro, an John Broke und all die anderen Keller GmbH Mitglieder. Ich bin wirklich mit euch und ich gönne euch den Erfolg und Hack. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal ein Abo da lässt, wenn ihr der Meinung seid, ich bin ein sehr talentierter Rap-News-Format-Organ für euch. Dann bitte hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir bitte ein Abo, damit ich weiter auf diesem Planeten diese Videos produzieren kann für euch, diese abnormalen, krassen, geilen Videos. Ich danke euch fürs Einschalten, ich wünsche euch was. Peace out!